Einen wunderschönen guten Abend. Wir reagieren jetzt auf Heiner Flassbeck, der bei Mission Money zu Gast war. Thema war die politische Lage in Deutschland sowie das absolute Versagen von Bundesregierung, EU-Kommission und EZB, die sich weigern, die wirtschaftlichen Realitäten anzuerkennen. Was genau schiefläuft, das wird uns, wie gesagt, gleich Heiner Flassbeck erklären. Robert Habeck hat bei seinem Jahreswirtschaftsbericht, der nicht so wahnsinnig dolle ausfiel, und denn musste ja die Prognosen unternehmen, Deutschland, das wird wohl nichts mit großem Wachstum in diesem Jahr, will jetzt einen Reformer auf den Weg bringen. Das ist es, was wir brauchen, und vor allem brauchen wir mehr Wettbewerbsfähigkeit. Das klingt doch nett, oder? Ja, das klingt, ich habe das in einem Beitrag auf meiner Seite Relevante Ökonomik gerade geschrieben, das klingt wie vor, ich bin ein alter Mann, deswegen ich kann mich gut erinnern, wie vor 40 Jahren, vor 40 Jahren klingt das und wie vor 20 Jahren, das klingt immer gleich, wenn Sie kein Geld haben, wenn kein Geld da ist, dann macht man Reformen, dann verbessert man die Wettbewerbsfähigkeit. Nur dummerweise sind wir extrem wettbewerbsfähig in Deutschland und wir kommen nachher noch drauf, wir werden gerade durch die Lohnentwicklung noch wettbewerbsfähiger wieder. Aber also insofern kann man nur sagen, da müssen die Nachbarn müssen in die Schützengräben. Wettbewerbsfähig zu Lasten unseres Binnenmarktes, das sollte man an der Stelle immer dazu sagen. Deutschland hat den inländischen Konsum runtergefahren, Deutschland hat die Löhne gedrückt, dadurch dem Binnenmarkt geschadet, aber international an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. Das ist mehr oder weniger die deutsche Strategie in den letzten 25 Jahren gewesen, Wachstum zu erzeugen. Und diese Strategie wird unter der Ampelregierung jetzt in noch verschärfter Form weitergefahren. Diese Strategie geht mit einem relativ geringen und rein exportgetriebenen Wachstum einher. Das sollte man immer dazu sagen. Das ist keine nachhaltige Strategie. Wettbewerbsfähigkeit an sich ist nichts Positives. Wettbewerbsfähigkeit heißt nur, dass man ja billiger seine Produkte anbieten kann als andere, aber wenn man seine Produkte eben so billig anbieten kann, wenn man seine Arbeiter so schlecht bezahlt und die sich dann die eigenen Produkte nicht leisten können und dementsprechend der Binnenmarkt hinter der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zurückbleibt, und das ist in Deutschland schon seit einem Vierteljahrhundert der Fall, dann geht das langfristig eben mit geringen Wachstumsraten einher. Die müssen in die Deckung gehen, wenn Deutschland wieder anfängt, Reformen. Danke, Carsten C-Fan, für das Abo. Reformen zu machen. Ich meine, es ist vollkommen klar, es hat, unter Kohl hat es, waren die Reformen, das war alles Show. Aber was funktioniert hat, damals hat die D-Mark stark abgewertet unter Kohl in den 80er Jahren. Ne? Die hat sehr stark abgewertet und dann hatte Deutschland einen Exportboom und hatte hohe Leistungsplatzüberschüsse, bis die Amerikaner dann dazwischen geschlagen haben und den Deutschen das verboten haben sozusagen und der Dollar wieder runterging. Aber und vor 20 Jahren war es die rot-grüne Koalition, die auch Reformen gemacht hat, weil sie kein Geld hatte, weil sie nicht wusste, was sie sonst machen sollte. Und dann haben sie wieder die Wettbewerbsfähigkeit erhöht und es hat tatsächlich funktioniert. Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss in der Währungsunion ist dann dramatisch in die Höhe gegangen und der ist heute noch hoch. Ne? Wir haben jetzt gerade die Zahlen gekriegt für das vergangene Jahr. Auch im vergangenen Jahr ist der deutsche Leistungsbilanzüberschuss wieder 280 Milliarden. Das sind fast 7% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist nicht nur ein Verstoß gegen alle europäischen Regeln, wo man höchstens 6% haben darf, was auch schon fragwürdig ist, aber 6% offiziell darf man haben. Deutschland ist deutlich drüber und die Regierung erwartet für diesmal noch eine Erhöhung. So, was wollen wir jetzt machen? Jetzt wollen wir nochmal Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Und was dann? Dann kriegen wir nicht 7% Leistungsbilanzüberschuss, sondern 12% oder so. Dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Dann ist es nämlich furchtbar einfach. Dann kommt Donald Trump an die Macht. Und er wollte das ja das letzte Mal schon machen in den USA, dann haut er den Deutschen so auf den Sack, die sind ja inzwischen unser größter Handelspartner, und sagt, ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Hat er dann. Ja, und völlig zu Recht. Also die Europäische Union, beziehungsweise in erster Linie die Eurozone, gar nicht mal die gesamte EU, sondern vor allem die Eurozone, hat das deutsche Modell des Lohndumpings und des exportgetriebenen Wachstums notgedrungen kopiert. Deutschland hat sein eigenes Wachstumsmodell, was für so eine riesige Volkswirtschaft wie Deutschland an sich schon relativ unnachhaltig ist, jetzt auf die gesamte Eurozone exportiert. Auch alle anderen Eurozonenländer versuchen jetzt ihre eigenen Löhne zu drücken. Die EZB, also was heißt die EZB? Die freien Devisenmärkte, so kann man das jetzt mal umschreiben, die sorgen für einen relativ schwachen Eurokurs, der diesen Exportboom sogar noch stützt.
Das ist alles nicht sehr nachhaltig. Da bräuchte es international Währungskoordination, um solche großen Leistungsbilanzüberschüsse dauerhaft zu vermeiden. Und wenn es solch eine Währungskoordination nicht gibt, dann braucht es da Protektionismus seitens der Defizitländer. Und genau das könnte eine Regierung Trump in den USA, die nicht so sehr hinter dieser liberalen Freihandelsideologie steht wie die Regierung Biden, dann tatsächlich umsetzen. Und damit wäre diese Regierung Trump dann definitiv im Recht. Also die USA haben in den letzten Jahrzehnten eine große Deindustrialisierung bei gleichzeitiger Aufblähung des Finanzsektors erlebt. Und das hat eben mit dieser stark negativen Leistungsbilanz und dem andauernd überbewerteten Dollar zu tun. Und da kann die US-Regierung jetzt zwei Dinge machen. Entweder sie wertet den Dollar ab, wie Regierung Reagan das vor ein paar Jahrzehnten schon mal in einem international festgelegten Abkommen gemacht hat. Oder sie setzt auf Schutzzölle. Und eins von beiden wird auf jeden Fall passieren, also wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit passieren, wenn Trump an die Macht kommt. Damals schon gesagt, Trump hat gesagt, the Germans are bad, very bad, weil er gesagt hat, die mit ihren riesen Überschüssen, und wenn wir nochmal erhöhen, es ist vollkommen unmöglich, und auch in Europa, die Länder werden verrückt werden, was soll denn Frankreich machen, die sind dann völlig gefangen, auch Italien, es ist vollkommen unmöglich, man konnte das 2000 nochmal machen. Und das konnte wirksam sein bis 2020, weil man dazwischen die deutsche Vereinigung hatte, wo der deutsche Leistungsbilanzüberschuss total verschwunden ist. Der ist sogar negativ, ins Negative gegangen, in Defizit. Da konnte man das nochmal machen. Aber jetzt auf einen Überschuss von 7% kann man nicht nochmal die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Das ist vollkommen absurd. Mhm. Aber man, sagen wir mal, im Allgemeinen sagt man doch, die Agenda 2010, von der hatten wir es jetzt gerade eben. Dazu kommen wir jetzt gleich. Agenda 2010 ist genau das Thema, was wir gerade hatten. Dazu kommen wir gleich. Jetzt nochmal eine ganz kurze Pause. Ist jetzt für die im YouTube-Video nervig, aber ich trotzdem mal der Streit Dekadent Proletopia. Ich habe gerade mal kurz in den Stream von Proletopia reingeschaut. Benachrichtigt mich mal hier im Chat über die neuesten Entwicklungen da. Ich möchte sehen, was da passiert ist. Also anscheinend hat Dekadent jetzt ja auf die Vorwürfe seitens Proletopia geantwortet. Zurück zur Agenda 2010 und zum deutschen exportgetriebenen Wachstum. Allgemein sagt man doch, die Agenda 2010, von der hatten wir es jetzt gerade eben, war doch ein großer Erfolg für uns. Danach hatten wir doch wirtschaftliche Prosperität, das ist doch das, was wir wollen. Ja, für Deutschland, aber zulasten der anderen, eindeutig zulasten der anderen. Wir können die anderen nicht dauernd niedermachen. Und zulasten des deutschen Binnenmarktes. Deutschland hatte im internationalen Vergleich, wenn man das mit ähnlich reichen Industrieländern wie beispielsweise den Vereinigten Staaten vergleicht, keine sonderlich hohe. Also dieses exportgetriebene Wachstum hat zwar unsere Exportindustrie aufgebläht, aber es hat gleichzeitig dafür gesorgt, dass der inländische Konsum überhaupt nicht gestiegen ist. Es hat uns einseitig abhängig vom Weltmarkt und von den Märkten unserer europäischen Handelspartner gemacht. Das ist ja keine nachhaltige Politik. Erstmal macht man sich abhängig davon, dass die anderen eben weiter auf Freihandel setzen und nicht protektionistisch handeln. Oder man macht sich zudem noch abhängig davon, dass die Konjunktur dort gut läuft. Das heißt, eine Krise in der Weltwirtschaft, die schlägt auf Deutschland besonders heftig durch. Das hat man während der Corona-Krise gesehen und das hat man während der Finanzkrise gesehen. Ich meine, man kann auch Erfolg für sich selbst haben, aber man kann nicht Erfolg dauernd zulasten der anderen haben. Das ist unmöglich. Wettbewerbsfähigkeit heißt, ein anderer verliert Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähigkeit ist ein relatives Konzept. Wir können alle zusammen reicher werden, wir können alle zusammen produktiver werden, aber wir können nicht alle zusammen wettbewerbsfähiger werden. Wird immer nur einer wettbewerbsfähig und die anderen verlieren an Wettbewerbsfähigkeit. So, die machen wir dann fertig. Und das geht halt nicht beliebig. Man kann nicht beliebig die anderen fertig machen, die Handelspartner. Das ist am Ende. Und das ist ein großer Irrtum zu glauben, man kann heute mit der gleichen Politik wie 2002, 2003 erfolgreich sein. Mhm. Aber es klingt doch jetzt erstmal doch nicht verkehrt, wenn man jetzt als Regierung hingeht und sagt, naja, lass doch mal versuchen, unser Land für die Wirtschaft attraktiver zu machen. Für Investitionen, private, durch. Das Land für die Wirtschaft attraktiver zu machen und die Wettbewerbsfähigkeit steigern, ist nicht das Gleiche. Die Wettbewerbsfähigkeit steigern heißt, wir machen unsere Exportindustrie in Exportindustrie anderer Staaten wettbewerbsfähiger. Das Land für Investitionen attraktiver machen kann auch bedeuten, den Konsum zu erhöhen und den Binnenmarkt zu stärken. Also das sind nicht die gleichen Sachen im Sinne von für Wirtschaftswachstum sorgen und die Exportwirtschaft ankurbeln. Die Exportwirtschaft haben wir in Deutschland durch Lohndumping,
in den letzten 25 Jahren sehr, sehr stark angekurbelt. Aber der Binnenmarkt, der ist dabei zurückgeblieben. Und jetzt wäre es eigentlich Zeit dafür, dass eine deutsche Regierung auf ordentlich steigende Löhne setzt, auf ordentlich steigende Staatsausgaben und damit einen Wachstumsboom entfesselt. Aber genau das will die Ampel nicht. Die Ampel setzt stattdessen auf Sparpolitik, was, wie gesagt, langfristig der Exportindustrie zumindest teilweise zugutekommen könnte, was aber jetzt ganz akut die Rezession verschärft und den Binnenmarkt immer weiter absaufen lässt. Und Teile der deutschen Exportindustrie, die wandern ja auch gerade ab. Nicht, weil unsere Löhne zu hoch wären, sondern weil die Energiepreise zu hoch sind. Und das ist tatsächlich ein problematischer Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, weil dadurch, dass wir mehr für Energie zahlen, ja nicht der Konsum in Deutschland steigt, sondern nur unsere Zahlungen ans Ausland steigen und gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit erodiert. Wenn man höhere Löhne seinen eigenen Arbeitern zahlt und die dann mehr konsumieren, dann leidet darunter zwar die Wettbewerbsfähigkeit, aber die Wirtschaft muss gar nicht leiden. Die Wirtschaft kann durch einen stärkeren Binnenmarkt davon sogar profitieren. Man sollte, also jedes Land sollte sich hier, das sollte eigentlich das Maß aller Dinge sein, an seine eigenen Verhältnisse anpassen. Das heißt, es sollte ungefähr so viel produzieren, wie es konsumiert. Also Deutschland sollte nicht einen Leistungsbilanzüberschuss von 7, 8, 9% des Bruttoinlandsproduktes haben, sondern Deutschland sollte versuchen, einen Leistungsbilanzüberschuss von 0 zu haben. So wie alle anderen Länder der Eurozone auch und so wie die Eurozone als Ganzes. Ein solch riesiger Handelsraum von vielen, vielen Industrienationen, der sollte versuchen, möglichst ausgeglichene Leistungsbilanz zu haben, um sich gegenüber dem Rest der Welt erstmal nicht zu verschulden und um andererseits nicht immer mehr Vermögen aufzubauen und eben den Binnenmarkt schleifen zu lassen. Hohe Leistungsbilanzüberschüsse sind ein Anzeichen eines schwächelnden Binnenmarktes. Das kann man nicht häufig genug betonen. Unternehmen, die dann sagen, hier da investiere ich und baue ein Unternehmen auf oder expandiere von hier in die Welt, das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Nein, da bin ich absolut dafür, nur nicht zulasten der anderen, wenn man das selbst macht. Man kann ja, Deutschland ist ja die große Wirtschaft, wir können unsere Investitionen beleben. Wir haben inzwischen nur leider im Moment eine gewaltige Investitionsbremse, kommen wir ja auch noch dazu, namens EZB, das ist die Investitionsbremse. Die zu überspielen ist unglaublich schwer. Und die zweite Investitionsbremse ist, dass der deutsche Staat sich einbildet, sage ich mal, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, dass er kein Geld hat. Also in der Verfassung steht, du deutscher Staat sollst jetzt kein Geld haben. Also meine, das ist eine komische Verfassung, aber das ist man auch selbst schuld. Und wenn man das alles wegnimmt, wenn man macht wie die Amerikaner haben Geld, die geben Geld aus wie verrückt und die haben ein irres Wachstum, die haben Vollbeschäftigung. Also da müssen wir einfach was von lernen. Wir sind eine große, Europa insbesondere, Europa ist eine große geschlossene Volkswirtschaft und die kann sich nicht verhalten wie die kleine Schweiz oder irgendein Pipi-Land, das sagt, ich verbessere jetzt mal meine Wettbewerbsfähigkeit und was die anderen machen, ist mir scheißegal. Ob Frankreich den Bach runtergeht, ist mir scheißegal, wenn Italien, das können wir einfach nicht. Das ist in unserem eigenen Interesse, ist das verrückt. Ne? Mhm. Aber was ist die Alternative? Also ich meine, jetzt ist ja eben, wie gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit in dem Sinne soll ja mal hier und da ein paar Steuererleichterungen geben, die natürlich querfinanziert sind. Auch das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Also das, was Flassbeck hier gerade als unrealistisch beschreibt, das hat die Eurozone in der Vergangenheit tatsächlich gemacht. Also die Eurozone als Ganzes finanziert ihr Wachstum zu einem Leistungsbilanzüberschüssen. Das ist, für so einen großen Währungsraum extrem problematisch, da sich dann erstmal Länder auf der anderen Seite der Welt dafür verschulden müssen, da sie dafür ins Defizit gehen müssen, also beispielsweise die Vereinigten Staaten oder Schwellenländer auf der anderen Seite der Welt, die sich Fremdwährungsschulden eigentlich überhaupt nicht leisten können. Also wenn ihr von so Währungskrisen in der Türkei, in Argentinien, in Sri Lanka hört, dann hängen die auch mit den Überschüssen von Industrieländern zusammen oder ja. Eurozone ist ja nicht mal ein Land, das ist ja eine ganze Gruppe von Ländern, die kollektiv auf Lohndumping setzen, die kollektiv ihren Binnenmarkt abschmieren lassen, um ihre Exportindustrie zu fördern. Und wie gesagt, dass die Schweiz, die Eurozone oder Japan so eine Politik machen, das führt mittelbar dazu, dass es in Schwellenländern zu Währungskrisen kommt. Also das bringt zusätzliche Instabilität in die Weltwirtschaft und führt zu Verschärfungen oder sogar zu neuen Auslösungen von Finanzkrisen. Das muss man sich immer klar machen. Also wenn man solche Ungleichgewichte provoziert, und das macht die Eurozone und hier ganz insbesondere Deutschland, dann sorgt man dafür, dass Krisen häufiger werden. Wenn man der Wirtschaft etwas mehr Raum gibt. Nein, das funktioniert nicht. Alles, was man gegenfinanziert, schadet wieder der Wirtschaft. Jeder Euro, den man gegenfinanziert, der wird den Unternehmen wieder weggenommen. Ne? Man, die, man
das begreifen die Leute nicht. Erstaunlicherweise, das Schöne ist, die Liberalen oder die Libertären, was es da alles gibt, die begreifen am wenigsten, wie die Marktwirtschaft funktioniert. Marktwirtschaft ist ein System, wo die Unternehmen das Residualeinkommen, nennt man das, das Resteinkommen bekommen, von dem, was überbleibt, wenn alle Verträge abgegolten sind. So, und dieses Resteinkommen heißt, wenn der Staat den Unternehmen Steuern senkt, ist aber gegenfinanziert, dass die Gegenfinanzierung wieder voll zu Lasten der Unternehmen geht, denn da fällt Nachfrage weg. Er kann den Leuten das Bürgergeld kürzen oder so. Was machen die Leute, wenn sie weniger Geld haben? Sie fragen weniger Güter nach. Wem schadet das, wenn weniger Güter nachgefragt wird? Den Unternehmen, wem denn sonst? So, was ist dann? Die Gegenfinanzierung macht das Eigentliche kaputt, nämlich die Steuersenkung. So, es bringt nichts, man kann nichts gegenfinanzieren. Das Einzige, was hilft, was man machen kann, ist Schulden zu machen. Wenn man das nicht will und kann, weil man eine verrückte Verfassung hat, dann muss man leiden. Dann muss man leiden oder man lässt das Ausland Schulden machen. Also das hat Deutschland ja in den vergangenen 25 Jahren gemacht. Wir haben immer mehr Güter verkauft, als wir gezogen haben, und so haben sich die Staaten im Ausland verschuldet, also zuerst im Euro-Ausland und jetzt, seitdem die Eurozone als Ganzes Leistungsbilanzüberschüsse macht, die im außereuropäischen Ausland. Also wie gesagt, Schwellenländer auf der anderen Seite der Welt, also Staaten, die sich das eigentlich noch viel weniger leisten können, als wir, sich zusätzlich zu verschulden. Die machen jetzt die Schulden dafür, dass hier die Wirtschaft wächst. Goldenen Wege. Man kann auch mit der EZB reden, das müsste man sowieso tun. Ich meine, man müsste in Europa eine ganz andere wirtschaftspolitische Debatte haben, dann würde man sehen, dass die EZB einen irrsinnigen Fehler macht und gemacht hat. Aber es gibt nicht einfach so ein Mittelchen, dass ich aus der Tasche ziehe und sage, mit dem putsche ich jetzt die deutsche Wirtschaft hoch. Das gibt es einfach nicht. Wir kommen gleich noch auf die Details, aber die spannende Frage ist ja immer, die uns ja seit Jahren umtreibt, auch gerade mit Ihnen, ist, warum haben wir keinerlei Wirtschaftsdebatte? Es schreibt gerade einer im Chat, das Problem an der Eurozone ist, dass das zwar eine finanziell einheitliche Zone ist mit derselben Währung, die Wirtschaftsleistung der Länder aber sehr unterschiedlich ist. Nein, das ist nicht das Problem. Ein Land mit einer hohen Produktivität, das kann sich hohe Löhne leisten, und ein Land mit einer niedrigen Produktivität kann sich niedrige Löhne leisten. Wenn die Länder der Eurozone ihre Lohnpolitik aufeinander koordinieren, dann wäre es überhaupt kein Problem, dass es wirtschaftlich schwache Länder gäbe und wirtschaftlich starke Länder. Die schwachen Länder würden einfach geringere Löhne zahlen. Die würden sich an ihre schlechteren Verhältnisse anpassen. Aber da man so eine Koordination nicht hat, steigen die Löhne in einzelnen Staaten wie Griechenland beispielsweise oder wie Italien zu stark. Und in anderen Staaten, die setzen eben bewusst auf Lohndumping, wie beispielsweise Deutschland oder die Niederlande, dort steigen sie zu schwach. Das heißt, die deutsche und die niederländische Exportindustrie, die wird immer wettbewerbsfähiger. Die griechische und die italienische, die verlieren immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit. Und genau das ist der Prozess, den wir in der Eurozone in den letzten 25 Jahren gesehen haben. Vor allem in den ersten 10 Jahren ihrer Existenz. Also du könntest völlig unterschiedliche Länder zusammenpacken. Aber da müsstest du zumindest die Lohnpolitik koordinieren. Also das wäre das Allermindeste. Aber das hat man nicht gemacht. Also wie gesagt, es gibt zwar Vorgaben zu den Leistungsbilanzüberschüssen, also über 6%, also 6% sollten sie nicht übersteigen, aber das kontrolliert die EU-Kommission auch nicht. Also es ist ein völlig dysfunktionales System. Aber nicht, weil man da unterschiedliche Länder zusammengepackt hat, sondern weil man da Länder mit unterschiedlichen Lohnpolitiken zusammengepackt hat. Ich meine, du hast auch in der Bundesrepublik Deutschland das arme Bremen und das reiche Bayern trotzdem in einem Land, und das führt jetzt nicht dazu, dass alles auseinanderbricht, weil es eben auf Bundesebene starke Transfermechanismen gibt. Solche starken Transfermechanismen gibt es auf europäischer Ebene nicht, und es fehlt auch der politische Wille, sie zu implementieren. Also müsste man dafür sorgen, dass kein Staat auf Transfermechanismen angewiesen wäre und entsprechend die Lohnpolitik koordinieren. Danke für das Update, was mir der Rollo gerade gegeben hat. Wenn ihr noch andere Neuigkeiten habt, dann schreibt sie gerne in den Chat. Europa. Ja, das frage ich mich in der Tat auch. Das ist in der Tat die spannendste Frage überhaupt. Aber ich kann nur sagen, ich habe das, glaube ich, schon oft gesagt, ich sage das nochmal ganz brutal, das Personal ist dafür nicht geeignet. Ich kann in der Spitze der Europäischen Kommission anfangen. Frau von der Leyen hat null Ahnung. Der Kommissar für Wirtschaft und Finanzen, Gentiloni, ist ein netter Kerl, hat aber auch null Ahnung. So, dann kommt Frau Lagarde, die weiß auch nichts von dem, was sie da tut. So, und dann können wir so weitergehen. Und die deutschen Minister sind auch alle Laien. Wo soll da eine Debatte stattfinden? Das ist die spannende Frage. Und meine Ökonomenkollegen sind manchmal auch ein bisschen sehr, sehr einfach, sage ich mal, um freundlich zu sein, sind sie sehr einfach.
Ja, die Welt ist nicht so einfach. Wir müssen ein bisschen komplizierter, ist ein bisschen komplizierter, ein bisschen komplexer denken. Um nochmal auf die Geldpolitik zu kommen. Wie gesagt, gegen eine Situation, wo du eine Rezession hast und gleichzeitig hohe Zinsen. Und die Zinsen sind hoch, weil die Preise ja inzwischen fallen. Für die meisten Unternehmen fallen inzwischen die Preise. Das muss man sich vorstellen, ne? Die Erzeugerpreise industrieller Produkte, die Großhandelsprodukte, für fast alle Unternehmen fallen die Preise. Das heißt, die haben fallende Preiserwartungen. Und darauf zahlen sie 4% oder 4,5% oder 5% Zins. Das sind Realzinsen, die sind 7, 8, 9% oder sowas. Das ist verrückt. Das gibt doch die Wirtschaft nicht her, die um null wächst oder überhaupt nicht wächst. Das gibt die einfach nicht her, jedenfalls nicht im Durchschnitt. Völlig richtig. Wir haben gerade kein Wachstum, wir haben Rezession. Auch in anderen europäischen Staaten, die sich ein bisschen besser gehalten hatten als Deutschland, zeigen die Echtzeitindikatoren nach unten und die Preiserwartungen der Unternehmen fallen. Und da 4% Zinsen zu verlangen, so wie das die EZB gerade macht, ist völlig irre. Sowas tötet jede Wirtschaft. Wie gesagt, zumal die europäische Wirtschaft, die ja sich nach Corona sowieso extrem schwach erholt hatte, die dann eine Energiekrise zu meistern hatte und die jetzt immer weiter abzuschmieren droht, angesichts der Sparpolitik einiger Mitgliedstaaten, vor allem der deutschen Regierung. Also in der Rezession auf Sparpolitik zu setzen, ist sowieso das Bescheuertste, was man machen kann. Angesichts der sowieso schon eklatanten Schwäche des europäischen Binnenmarktes, aber dann noch die Zinsen auf solche absurd hohen Niveaus hochzuschrauben, wie es die EZB gemacht hat, ohne dass es dafür irgendeinen sachlichen Grund gegeben hätte. Das ist völlig irre. Das ist absichtliche Wirtschaftszerstörung. Wir sehen auch gerade, wie beispielsweise der Bausektor in Deutschland kollabiert infolge dieser absurden Zinserhöhung. Da hatte ich vor kurzem auch ein Video zu gemacht. Das ist, ja, es ist durch nichts zu rechtfertigen, was die EZB da gerade anrichtet. Mit einer oder zwei oder drei sind immer erfolgreich, aber im Durchschnitt gibt es die Wirtschaft nicht her. Und gegen diese Bremse, ich habe schon mal gesagt, da kann man sich am Kopf stellen, da kann man überhaupt nichts machen. Die Bremse muss weg und die kann auch weg, weil ja die Inflationsgefahr praktisch null ist jetzt. Ja, Sie haben es lang genug, das darf man an dieser Stelle ja auch sagen, waren ganz früh dabei mit der Aussage, dass das eben nur ein temporärer Preisschock ist und wir hier keine echte Inflation haben. Das muss man ja auch mal dazu sagen an der Stelle. Ja, darf man sagen. Muss man sagen. Auch ich darf das mal sagen, weil ja, man muss ja nur die Kommentare lesen, als ich das dann damals gesagt habe, was die Leute alle so von sich gegeben haben, weil ich lese normal keine Kommentare, aber ab und zu schaue ich doch mal drauf. Da muss man, die müssen sich alle mal an die Nase greifen und sich fragen, was sie eigentlich da erzählt haben. Also gut, es ist vollkommen klar, es war ein temporärer Schock. Wir haben die Normalisierung und es ist eben in vieler Hinsicht eine Normalisierung. Und seit gestern oder vorgestern wissen wir es auch auf der Lohnseite eine Normalisierung. Insofern ist Inflation eigentlich kein Thema mehr. Jetzt haben wir diese Woche, in der wir sprechen, kommt noch die EZB-Sitzung, die Ratssitzung mit Zinsentscheid, der mutmaßlich quasi keine Veränderung mit sich bringen wird, nämlich keine Zinswende nach unten. Das ist ein großer Fehler aus Ihrer Sicht natürlich, gell? Ja, das ist der größte wirtschaftspolitische Fehler derzeit überhaupt. Und ich frage mich, was manche Leute, und das sage ich auch ganz offen, zum Beispiel unserem Bundesbankpräsidenten dabei beitreibt. Wir haben, es gibt jetzt eine neue Untersuchung der EZB, die zeigt, dass wir durchaus ein bisschen Lohnsteigerung haben. 4,5% sind es so permanente Lohnsteigerung in der gesamten Europäischen Union. Wir haben aber seit vorgestern oder wann die Zahlen raus sind vom letzten Freitag vom Statistischen Bundesamt Zahlen über die deutsche Lohnentwicklung, die wirklich revolutionär sind, die also wirklich schockierend sind in gewisser Weise. Da hat sich nämlich gezeigt, dass für das gesamte Jahr 23 sind die permanent vereinbarten Lohnerhöhungen liegen in Deutschland, man muss sich festhalten, bei 2,4%. Wenn man die Sonderzahlung hinzunimmt, sind es 3,7, ist auch noch ganz normal, alles noch völlig normal. Für Europa insgesamt sind es 4,5, aber die EZB hat eine Untersuchung gemacht, die zeigt, wenn man in das Jahr 24 schaut, also auf die Verträge, die 23 abgeschlossen worden sind und auch in 24 reichen, dann liegt Deutschland unter 2% bei den permanenten Zuwächsen. Ich meine, das ist irre. Das war also für mich, ich gucke ja wirklich regelmäßig auf die Zahlen. Jetzt ruckelt gerade das Internet, das ist natürlich nicht gut. Wartet. Und auch in 24 reichen, dann liegt Deutschland unter 2% bei den permanenten Zuwächsen. Ich meine, das ist irre. Das war also für mich, ich gucke ja wirklich regelmäßig auf die Zahlen. Also, wir warten jetzt noch ein paar Sekunden und wenn das nicht wieder losgeht, dann machen wir kurz Pause.
Wartet kurz. Also, wie es aussieht, kommt der andere Teil der Reaktion dann wann anders? Heute.